jetzt kommt die letzte Disziplin, der bewegte Hirsch. So wie ich es gesehen habe, fehlt dort noch der ein oder andere Jäger. Das heisst, wenn der Mario Nuller schießt und ich die Scheibe breiche, dann habe ich gewonnen. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ja, Mario, was wird da rumgeballert? Ich hab nicht rumgeballert. Das ist eines der coolsten Jagdschüsse, die es im Alpenraum gibt. Das kann nicht so schwierig sein. Du bist ja kein Jäger. Nein. Ich bin Jäger. Hast du Lust, mal auszuprobieren, ob du eine Chance hast gegen mich? Aber dann spielen wir um etwas. Und um was? Um Ruhm und Ehre. Du verlierst deine Würde als Jäger, wenn du gegen mich verlierst. Okay, maximaler Einsatz. Wenn ich als Jäger schlechter bin als du als Nichtjäger, der noch nie einen Schuss gegeben hat mit einem Jagdgewehr, dann verzichte ich freiwillig das Jahr auf die Hochjagd. Und was ist dein Einsatz? Falls ich schlechter bin als du, dann würde ich meine Freizeit hergeben und mit dir auf die Hochjagd mitkommen. Ich finde, das wäre auch höchste Zeit, anstatt immer nur bei mir das Hirschfleisch wegessen zu kommen. Also, Deal. Die Wette gilt. Marcare camoscio. Ja, ich habe die Scheibe getroffen. Wo? Im Siebni. Sieben tief? Ja, eher hier unten dran, aber ich habe genau in die Mitte gezielt. Gott sei Dank. Ich habe nämlich einen Zehner geschossen. Auf 170 Meter geht der Schuss bereits 3-4 cm tiefer. Und das sagst du mir aber jetzt? Ja, du hast gesagt, es ist scheiss einfach. Gar nicht so einfach. Das hat sich die ganze Zeit so bewegt. Ja, ist nicht mehr aufgelegt. Nein. Aber ich habe es trotzdem noch gereicht. Oh, nicht schlecht. Nur zwei weniger als ich. Du bist noch voll im Rennen. Du, ist nicht so gut gelaufen? Nicht das Maximum. Wie viel hast du? 9. Ich habe einen weniger.
soll es aussehen? Ist noch gar nicht sicher, dass du das Jahr auf die Jagd gehst. Yes! Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Es ist nicht einfach so ab dem Stock zu schiessen und ich habe 9 von 10 Punkten. Ich gehe das Jahr an 9 Punkte, 9, schau hier, ich habe es gereicht. Jetzt kommt die letzte Disziplin, der bewegte Hirsch. So wie ich es gesehen habe, fehlt dort noch der ein oder andere Jäger. Das heisst, wenn der Mario Nuller schiesst und ich die Scheibe bereiche, dann habe ich gewonnen. Neuner. Glaubst du daran? Ich muss. 3 mickrige Punkte. Wenn der Stefan einen Zehner schiesst, dann hat er gewonnen. Ein Zehner? Nein. Nein, nein. Macht er nicht. Jetzt bin ich sehr gespannt. Also der letzte Posten hat es echt in sich gehabt. Huere schwierig. Da langt ein gutes Gewehr allein echt nicht. Da musst du wirklich wissen, was du machst. Jetzt bleibt alles so, wie es war. Ich gehe auf die Jagd und probiere den Hirsch zu verwütschen. Und ich helfe dir dann, wenn er auf dem Teller ist. Das ist einfach das Garten.